Der Wirkstoff wird auf die Kulturpflanzen gesprüht und bleibt je nach Formulierung mit der Blattoberfläche in Kontakt oder wird von der Pflanze aufgenommen. Ein Teil des Spritzmittels kann jedoch die Bodenoberfläche erreichen und die oberste Schicht durchdringen. Bestimmte Produkte sind darüber hinaus speziell darauf ausgelegt, im ersten Zentimeter des Bodens zu wirken, wie zum Beispiel Bodenherbizide. Grundsätzlich wird der im Boden vorkommende Wirkstoff durch Mikroorganismen abgebaut. Ein Risiko einer Kontamination von Oberflächenwasser oder Grundwasser ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Permeabilität des Bodens spielt eine wichtige Rolle für das Verhalten von Metaboliten im Boden. In leichten, oberflächlichen Böden mit wenig organischer Substanz oder in Karstböden ist die Permeabilität besonders hoch. Wassertransportierbare Metaboliten werden hier nur wenig von der Bodenstruktur zurückgehalten und können daher als Wirkstoffreste, etwa über Pflugsohlen oder Drainagen ins Oberflächenwasser oder durch Versickerung ins Grundwasser gelangen. Aus diesem Grund sind besonders mobile und schlecht abbaubare Produkte für den Einsatz in Gewässerschutzzonen S2 sowie in Karstgebieten verboten. Informationen zu nutzungsbeschränkten Flächen können digital auf der Webseite des Bundes map.geo.admin.ch eingesehen werden oder sind bei der jeweiligen Gemeinde bzw. dem Kanton erhältlich. Informationen zu den Anwendungseinschränkungen und Auflagen eines Produkts finden Sie auf dem Produkteetikett, in den technischen Datenblättern von Agridea oder Agroscope sowie im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des Bundesamts für Landwirtschaft.